Urne gesehen, das ist extrem interessant. Das heißt, es fängt 1870 an, hält ab 1981. Das heißt, wir machen einen Gräs durch die ganze Geschichte von der Minierei zu Lützeburg. Der nächste Chantier ist der Chantier, den 1870 angefangen ging. Aber was ganz interessant ist, dass ihr gesagt habt, in welchen Konditionen die Leute hier früher arbeiten müssen. Weil muss ich auch wissen, dass 1870 war eine ganze Reihe Lützeburger, die hier fortgezogen sind, weil hier im Land praktisch nicht Waffe zu schaffen. Das ist das Recht mit der Entdeckung von der Minet, wo ein Ei Geld kann verdienen kann. Und dafür sind noch viele Ausländer am Anfang hier in die Galerie gekommen. Das heißt, Geschirr selber bezahlen, am Anfang können sie sogar Holz selber bezahlen, Schwarzpulver, Lunten, alles, was sie selber bezahlen. 12 Stunden den Tag, all der, schon ist sonntags frei. Die erste Kange ist das Recht 1920, dann haben wir das erst 50 Jahre später. Den Zug, den ihr gesehen mit dem, wo wir an die Galerie fahren, den hat natürlich nicht an der Galerie geschafft. Den hat speziell gebaut. Das Chassis ist noch von einer alten Maschine, die an der Galerie mit dem Abbau und die Elektronik ist natürlich alles modern. Noch die zwei Waggons, die hier drin sind, die sind natürlich gebaut, für das Leute so agreeabel wie möglich an die Galerie konnten rauffahren. Wir füllen ungefähr 20 Minuten. Natürlich, wir sind 5 Minuten hier draußen. Wir sehen ein bisschen, was hier rundherum alles war. Und da fahren wir eine Viertelstunde durch die Galerien, so ungefähr 4 Kilometer. Fahren wir durch die Galerien hier mit diesem Zug. Tout d'abord, deux points essentiels. C'est une mine réelle, c'est-à-dire c'est un endroit dangereux. Il faut rester avec moi. Hein, s'il y a un problème, vous suivez les flèches vertes que vous voyez là. Hein, bon, il n'y a pas de problème qu'il y a un accident, hein, parce que le dernier, ça fait quand même, après-demain, ça va faire 3 jours. Es sind noch immer viele Leute, die Mengen, weil sie hier in die Musik kommen, für alle so schön belicht gewesen, wie das Haut ist. Das war natürlich gut nicht so. Das ist am Anfang auch für viele Leute, die Mengen, das kennt nicht Sinn mehr, die haben just mit Kerzen sich belicht. Das ist just am Schein von einer Kerze, und die müsste schaffen, die Sonne aus selber müsste bezahlen. Et on éteint les lumières. Ah oui, pour le Kameramann, ça va être un peu plus difficile. Das ist vielleicht ein bisschen ein Klut aus, man. Voilà, le jeune homme là, il va vous montrer comment ils ont travaillé. Comme ça, ils ont travaillé pendant 12 heures. Est-ce que vous voyez grand chose au-dessus de vous? Voilà, hein. C'est-à-dire, pendant 12 heures, ils avaient peur. Das ist der Schärchen. Den hat schon ganz früh geschafft. Ça, c'est le charretier. Ah, le jeune homme, son travail consistait à tirer les wagons de minerai, 3 au plus, avec son cheval de la mine. C'est seulement en 1876 qu'on a voté une loi ici au pays qu'en dessous de 12 ans, on n'avait plus le droit de travailler. C'est-à-dire avant, en dessous de 12 ans, ils ont travaillé. Une exception, après, dans une mine, il fallait avoir 16 ans. Aber es gab ein großes Problem. Personne n'avait eine Karte Identität. Da noch ist natürlich von der Elektrizität bis Kommas und noch Dampfmaschinen und alles ist natürlich mit der Tomadreise. Man muss sich aber vorstellen, wie das dann drinnen ausgesehen hat, wenn da Dampfmaschinen gefahren sind, diese Locken. Natürlich, das war gar nicht agreeabel, dort zu schaffen. Der Strom an dieser Galerie ist in den 1920er Jahren gekommen, aber zuerst zum Beispiel am Melagron an der Kollere, da war es schon im 1900. Natürlich, das ist immer. Das hat immer variiert von einer Galerie, von der kann ich kein festen Datum, so wie ich das fährt, wo an eine Galerie rangefahren ist. Das hat alles verschiedene Zeit. 2000 Volt, Lampe témoin qui s'allume. Et il ne faut pas croire qu'il est ici près du mur là pour faire son coup de mine. Hein, parce qu'à partir d'ici, il aurait fait 2 coups de mine dans sa vie, le premier et le dernier. Hein, il serait scotché au mur en face. Hein. Ils étaient toujours à 300-400 mètres plus loin pour les coups de mine. Ça vous l'ojait, ne j'en connais pas d'affaire. Hein. Et avant de pousser, Luc Scheitz, Loankaya, avant de pousser le bouton, il fallait avertir les autres. Galerie! Was den anderen Kasson, dass zum Beispiel hier in der Galerie, sie aus 47 Bierschleit gestorben, und da war ein anderer, der wohl bekannteste Bierschmann an der Zeit, das war Jean-Pierre Bausch, der nicht nur hier in der Galerie geschafft hat, der war sicher jetzt mal hier in der Galerie, wo er Burgemeester hier vor Römmling. Anne Süds an der Chambre von der Sozialistischen Partei als Deputierten. Und den ist am Februar 1935 hier an der Galerie gestorben. Die Haiermin, die ist 1880 abgegangen, 1961 zugemäht. Das heißt, dann die Leschgalerie, die in der Lützburger Territoire zugemäht ging, ist das ein Tillebirsch zu Deiferding. Das war im November 1981.
Und du hast dann eine Anekdote, das heißt, der Sprengmeister war am Gang, die Löcher zu besetzen mit dem Sprengstoff an der Porion. Das heißt, der Steiger ist gekommen und gesagt, Jungen, das fertig, wir halten ab. Das heißt, das war der letzte Gest, den er zu Lützeburg an einer Galerie gemäht ging. Also das war zu Teuferding am Tillebirsch. Das war ganz interessant. Guckt, wie sie früher geschafft haben. Das war ziemlich knallhart. Heute rede ich mal so, wie alle Menschen genommen haben. Das war gar nicht früher. So, schon beeindruckend, wie gesagt. Très passionnant, vraiment très. On nous apprend plein de choses, on voit plein de choses et c'est vraiment très bien. C'est bien de voir ce qui se passait avant et dans l'époque et tout. Das ist flott, also ich fand das schön. Das Patrimoine culturel von unserem Land. Das ist ganz wichtig. Das ist der Heilige Gott. Ich habe für 60 Jahre nach hier geschafft. Gell, an diesem Mindo. Die Zeit war noch viel anders an der Mine wie heute. Ne? Wo ich da war, haben wir noch alles mit der Hand geladen. Ne? Ich bin schon mit 14 Jahren an die Mine gegangen. Gell, früher mit meinem Pop. Das war früher so. Aber wenn man nicht pariert, dann haben wir Fusernäschchen als Bauch.